Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Tanja. Und zwar, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeischaut. Und heute geht es um die Glossy Box. Und zwar, ich weiß auch nicht, ich bin heute irgendwie durch den Wind. Keine Ahnung, ich habe gleich einen Termin. Und ich wollte das eigentlich eben noch schnell vorbereiten, weil es wird heute spät. Und ich wollte es eigentlich, wollte das Video eigentlich heute Abend fertig machen, wenn ich wieder zurück bin. Und was ich sagen wollte, ich bin schon wieder abgeschweift vom Thema. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. Ich habe heute irgendwie Anlaufschwierigkeiten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, war der Postbote bei mir. Hat geschellt und hat freundlicherweise mir die Glossybox vorbeigebracht. Und ist ja die Geburtstagsbox haben wir diesen Monat. Und ja. Wir werden einfach mal anfangen und sonst gibt es heute nichts mehr. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben dabei. Irgendwie, ja, egal. Wir fangen jetzt einfach an und wir machen jetzt einfach mal. Ja. So, hier haben wir die Box und wie ihr seht könnt, ist die Box noch zu. Wir machen die einfach mal auf und schauen wir mal, was drin ist. So, wie gesagt, die Glossy Box ist eine Box und die kann man, ja, ich werde auf jeden Fall die Informationen, wie man die Glossy Box abonnieren kann, was sie kostet etc., werde ich euch entweder eine kurze Info hier so einblenden. Und ja, wie gesagt, wir werden heute nicht in dem Magazin schauen. Ich werde euch die einzelnen Preise werde ich euch hier oder hier einblenden. Und so einige Informationen, die ich jetzt vergessen werde, werde ich auch nochmal einblenden. Wie gesagt, ich muss mich erstmal so reinfinden in den Videos. Es ist nicht so einfach für mich. Ja, schauen wir mal. Wir machen jetzt einfach mal, wir müssen erstmal gucken, wie die Box aussieht. Ne? So, so sieht die Box aus. Ich hole sie mal raus. So, was mir schon entgegenkam, sind Flyers. Und zwar, wir haben hier, ich muss das richtig rummachen. Wir haben ja drei Stück drin. Und zwar mein Müsli. Dann haben wir Pürlei, heißt das Pürlei? Ein Rabattcode. Und von HelloFresh haben wir einen Rabattcode drin. So, werde ich das mal zur Seite packen. So sieht die Box aus. So. Mit einer Schleife. Du hast eine nette Idee. Mit die Schleife. Machen wir die Box mal aufmachen. So ist die. Da ist die. Also ist der Deckel diesmal von innen drin. Ne? So. Lege ich auch mal zur Seite. Und dann haben wir das Magazin. Da werden wir jetzt mal nicht reinschauen. Und ja. So. Oh, okay. Wir haben ja eine kleine Leseprobe. Keine Leseprobe haben wir hier drin. Ich glaube, letztes Mal war keiner drin, oder? Oder meine ich das? War letztes Mal eine Leseprobe drin? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, oder? Nee. Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Könnt ihr euch dran erinnern? Ich nicht. Okay. Wie gesagt, ja. So. Ich hoffe, dass ihr das alles gut erkennen könnt. So. So, schauen wir mal. Der Klebi ist noch zu. Ja. Dann machen wir sie mal auf, die Box. Ich habe noch kein anderes Video geschaut. Deswegen muss ich erstmal gucken, was hier so drin versteckt. Ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Produkte drin. Das habe ich da sehr zerrissen. So, fangen wir an mit dem großen Teil, mit dem größten Teil. Und zwar haben wir hier, ja,
Ist von Wella und zwar müsste das. Das ist ein Trockenshampoo, okay. Kennt ihr das? Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen. Ein Trockenshampoo. Von dieser Marke meine ich natürlich. Persönlich benutze ich ganz, ganz, ganz selten ein Trockenshampoo, weil ich wasche lieber meine Haare frisch. Oder ich wasche mir jeden Tag meine Haare, weil ich kann das sonst nicht haben. Ich werde mal gucken, wie das riecht und werde euch jetzt gleich berichten. Wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie wenn ich beim Friseur sitze, im Friseursalon und so nach frisch gewaschenen Haare von Produkten vom Friseursalon. Das riecht ja immer ein bisschen anders, ne? So riecht das. Ja, das gefällt mir. Wie gesagt, ich werde es trotzdem ausprobieren, gerade bei diesem Wetter, zwischendurch mal, ob da wirklich, vielleicht wäre ich doch noch Fan davon. Schauen wir mal. Ja. So, was nehmen wir jetzt? Achso, Sneak and Peel. Ich hatte ja ein bisschen, über Instagram hatte ich so ein bisschen, bin ich ja verlinkt mit Glossybox. Und da hatten sie auch Sneak and Peel so gemacht, ne? Wisst, was ich meine? Und Glossybox hat jetzt eine neue Skincare-Reihe rausgebracht. Heißt das Skincare? Ja, ne? Und das ist hier für eine Augencreme. Ja, ist eine Augencreme, ist das. Ja, wie gesagt, die Preise, wenn ich die finde, werden bestimmt im Magazin sein, werde ich hier oben oder da verlinken. Und wenn ich noch eine wichtige Info für euch habe, mein Gott, eine wichtige Info für euch habe, werde ich sie natürlich da oder da einblenden, wo Platz ist. So. Machen wir mal weiter. Ich werde sie jetzt nicht aufmachen, weil ja, ist eine Augencreme, ne? So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist etwas für die Dusche. Und zwar ist das ein Kaffeepeeling, Body-Schrubb, so für die Dusche zum Schrubben. Ja. Ist auf jeden Fall so ein Kaffeepeeling, würde ich sagen jetzt, ne? Ja, okay. Ja, duschen müssen wir ja alle, ne? Und es ist mal was anderes mit Kaffee. Hab ich mich schon mal mit Kaffee abgeduscht oder so? Ein Kaffeeduschzeug hatte ich schon mal gehabt, ja, aber einen Kaffee mich abgeschrubbt habe ich noch nicht. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, so, das haben wir noch. Von Ciate, heißt das Ciate? Ciate London, ich weiß nicht, wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Produkt nicht. Ja, ein Translution Powder, ein Fixierpuder haben wir hier. Habe ich das schon in der Kamera gehalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so warm hier drin, ne? Man kann gar nicht richtig denken. Obwohl ich das, das, der, den Vorhang zugezogen habe. Aber das bringt nichts. Wie gesagt, ich habe die ganzen Tag habe ich hier die Sonne drauf auf dem Zimmer knallen. Auf dem Zimmer. Yeah. So. Ja. Ist das Puderchen? Ich denke mal, das wird ein durchsichtiges Puder sein. Ich glaube, da wird ein bisschen Schimmer mit drin sein, oder? Ich weiß es nicht. Ist noch zu. Ich werde es jetzt auch nicht aufmachen. Ja. Kenne ich nicht das Produkt. Wie gesagt, werden wir mal ausprobieren. Wie das so ist, ne? Ich guck gerade. Ich denke mal, dass es ohne Tierversuche. Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht. Ohne Tierversuche? Ich glaube ja. So, wenn ich hier genau Informationen habe, werde ich es da oben einschreiben. So, jetzt haben wir das letzte Produkt und zwar, ja, ich glaube, es war auch Sneak and Peek, ne? Ja, war auch ein Sneak and Peek. Wir haben hier einen langen Lasting Lippenstick, Stick, ne? Ja. Mach mal auf. Ist nicht meine Farbe. Schaut mal.
Schade. Schade, schade, schade. Ist nicht meine Farbe. Schade. Ja, kann man jetzt nichts dran ändern. Ich kann es leider jetzt nicht drauf machen, weil ich habe einen Lipstick drauf und ich muss gucken, wie ich das. Wir werden es beim nächsten Video oder so, werde ich den mal, werden wir den mal schminken. Schade. Schade, dass keine, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, dass ich eine andere Farbe habe. Nicht schlimm. Egal. So, auf jeden Fall ist das trotzdem ein tolles Produkt, würde ich sagen. Doch. Jetzt habe ich schon wieder ein Klo aus dem Hals. So wie letztes Mal. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Mir fällt im Moment gerade gar nichts ein. Ja, ich komme nämlich gerade ins Stocken. Ich bin, glaube ich, noch von der Farbe so überwältigt, bin ich noch. Ja, trotzdem sind alles tolle Produkte, die man wirklich gut benutzen kann. Wir haben was zur Körperreinigung, zur Körperpflege. Haben wir hier toll, welche auf jeden Fall ausprobieren. Wir gehen ja alle duschen oder baden, wie auch immer. Ne? Ja, ich werde es ausprobieren. Und dann werde ich euch berichten, wie es war, das Gefühl. So, wie gesagt, wir haben den Lippenstift gehabt. Schade, wie gesagt, schade, dass er nicht in einer anderen Farbe ist, die so tagestauglich, würde ich sagen, ist. Ne, für abends weggehen, würde ich sagen, ist es okay, denke ich, wenn einer das steht, die Farbe steht, genau, ich habe es, die Farbe steht. Ist das okay? Ne, trotzdem tolles Produkt. Und wir haben von die Eigenmarke von Glossy und aus der Skincare-Reihe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Die Augencreme auch gerne. Ich finde es toll, klasse, ne, für die Augen. Schauen wir mal, werden wir ausprobieren. So, dann haben wir den Fixierpuder. Translucent Powder. Ja. Wie gesagt, die Preise werde ich von den einzelnen Produkten da oder da einblenden. Und das Trockenshampoo. Wie gesagt, der Duft ist wunderbar. Wunderbar ist der Duft. Muss ich echt sagen. Ich kenne nicht Trockenshampoo. Ne? Aber wie gesagt, benutze ich ganz selten, auch ungern. Ich will gucken mal, wie sich das so verhält auf der Kopfhaut. Und Duft ist wunderbar. So. Ja, das war die Geburtstagsbox von Glossy. Wie gesagt, weitere Informationen und fehlende Informationen, die ich jetzt vergessen habe, so zu nennen oder so zu sagen, werde ich einblenden. Und wie gesagt, ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich kenne die Produkte nicht, also kann ich nicht großartig was sagen. Wir werden sie ausprobieren und dann werde ich mal im Laufe der Zeit, werde ich dann beim Aufgebraucht-Video vielleicht oder vorher schon irgendwie eine kleine Information von den Produkten geben, wie gesagt. Wie gesagt, das war's für heute und vergesst nicht, die Glocke zu den erstmal sind wir beim Daumen, ne? Daumen nach oben und keinen Daumen nach unten. Würde mich freuen, wenn ihr die Glocke auch abonnieren würdet, so dass ihr nächstes Mal nicht mal ein neues Video verpasst. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Ne? Ich hoffe, dass das bald draußen besser wird, weil es nervt mich nur noch tierisch. Ihr wisst, dieses C-Wort, das kann ich nicht mehr hören. Es wird uns alles verbaut draußen. Den Kindern geht es nicht gut und wie gesagt, es ist alles ein bisschen problematisch draußen, würde ich sagen. Ja, ist auch noch die Hitze dabei. Ne? Gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mich verabschieden eigentlich. Das machen wir jetzt auch. So, bleibt gesund und alles weitere so wie immer. Ne? Tschö mit Ö, sage ich heute mal. Nein, ciao, eure Tanja.